Gibt es für Unternehmer interessante Alternativen zum klassischen Festsatzkredit? Worin liegen dabei die Vorteile? Und werde ich damit flexibler? Darüber spreche ich heute. Hallo, ich bin Stefan Dietzel vom Team Deutsche Bank und ich möchte Ihnen gerne zeigen, wie Sie bei einer Finanzierung Planungssicherheit erhalten und trotzdem flexibel bleiben. Pläne und Vorhaben können sich sehr schnell ändern, was sich auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen sehr schnell ändert. Stichwort Zinswende, Geldpolitik, Handelskonflikte, Digitalisierung, um nur einige zu nennen. Als Unternehmer muss man schnell auf Veränderungen reagieren können. Und das am besten mit so geringem Kostenaufwand wie möglich. Gleichzeitig muss man aber auch bei langfristigen und in der Zukunft geplanten Finanzierungen für Berechenbarkeit sorgen. Sehen wir uns einmal an, wie sich Planungssicherheit und Flexibilität am besten miteinander kombinieren lassen. Und die Kosten wollen wir uns dabei auch näher betrachten. Anders als beim Festsatzkredit besteht diese Variante aus zwei eigenständigen Bestandteilen. Ein Baustein davon ist die reine Beschaffung des Kapitals über einen variabel verzinslichen Kredit. Und jetzt wird es spannend. Beim zweiten Baustein tauschen wir den variablen Zins gegen einen festen. Und zwar mithilfe eines Zinsswaps über die gesamte Laufzeit. Bei einem Zinsswap werden Zahlungen zwischen zwei Vertragspartnern getauscht. Einem Unternehmen und einer Bank. Und so wird aus einem variablen Zinssatz ein fester. Der Kunde schließt zwei Verträge ab. Den Kreditvertrag, in dem er den variablen Zins an die Bank bezahlt, und den Swap, in dem er für seine Finanzierung den variablen Zinssatz von der Bank erhält und den Festsatz an die Bank bezahlt. Im Ergebnis bezahlt er so einen Festsatz. Damit entsteht ein genau auf Sie zugeschnittener Kredit mit Kalkulationssicherheit über die gesamte Laufzeit. Wie bei einem Festsatzkredit partizipiert man bei einem Zinsswap nicht an sinkenden Zinsen. Wenn Sie den Kredit vorzeitig zurückzahlen oder sondertilgen wollen, bleiben Sie trotzdem flexibel. Sie entscheiden selbst, was besser zu Ihnen passt. Ein Vergleich der beiden Varianten macht in jedem Fall Sinn. Nehmen wir einmal an, Sie wollen Ihren Kredit vorzeitig zurückzahlen. Wo liegt da der Vorteil zum Festsatzkredit? In unserem Beispiel vergleichen wir zwei Finanzierungen. Einmal den klassischen Festsatzkredit, unsere Variante 1. Und die Alternative, ein Darlehen mit einem variablen Zins plus einem Zinsswap, unsere Variante 2. Doch welche Auswirkungen hat die Rückzahlung des Darlehens nach der Hälfte der Laufzeit? In unserem Beispiel beträgt die Restschuld noch 800.000 Euro. Je nach Zinsentwicklung sieht das dann so aus. Sind die Zinsen gleich geblieben, entsteht uns weder ein Zinsvorteil noch Zinsnachteil. Sind die Zinsen gefallen, müssen Sie in beiden Fällen den entstandenen Zinsnachteil an die Bank zahlen. Dieser entspricht bei der Variante 1 der Vorfälligkeitsentschädigung und bei der Variante 2 dem negativen Marktwert aus dem Zinsswap. Sind die Zinsen jedoch gestiegen, können Sie als Kunde den entstandenen Zinsvorteil realisieren, was beim klassischen Festsatzkredit nicht der Fall ist. Bringen wir es auf den Punkt. Mit individuellen Finanzierungsformen ist man flexibler. Zinsrisiken lassen sich passgenau steuern und für die Anschlussfinanzierung kann man sich bereits heute günstige Konditionen sichern. Das hilft bei der Kalkulation und gibt Handlungsspielraum und einen kontrollierten Blick in die Zukunft. In unserer Zeit vielleicht gar nicht so schlecht. Lassen Sie sich von uns beraten. Bleiben Sie finanziell intelligent. Tschüss, Servus und auf Wiedersehen.